Hallöchen und willkommen wieder bei einer Runde Far Cry New Dawn mit Bulldozer und Gastzuhörer und Mitredner Martinator. Also das bekannte Trio am Start. Gastdozent. Gastdozent. Ich glaube nicht, dass er zu Far Cry New Dawn dozieren könnte. Ein wenig philosophieren. Ist jetzt nur die Frage, wo man Mitspieler bleibt hier. Gleich. Was heißt, ich rette die Welt ohne dich? Er ist immer noch nicht wieder gespawnt. Ich dachte, er kommt wieder nach dem kurzen Tod von eben. Aber ich habe festgestellt, er kann hier auch in der Ecke rumstehen, in der Nähe. Oh, was haben wir denn da unten? Hallöchen. Du Schaufelgetier. Haut hier alles ab. Und noch mal gucken, was Mr. Schaufel so zu bieten hat. Jetzt nicht diese großen Fische, sonst bin ich gleich tot. Nein, sink doch nicht so schnell, wo ich hier gerade am Schwimmen bin. So. Ich wollte ja wenigstens mal schauen. Vielleicht bringt das Zeug ja irgendwas Nützliches. Was treibst du da gerade? Einstellen, ja. Meinst du jetzt mich oder was? Ja. Ach, da stehst du. Oh, was haben wir denn da? Hier unser Gastdozent jetzt. Pass auf, da ist der Hirsch, der gerade kuscheln kommt. Wow. Oh, da hat er mich, also, nett. So wollte diesmal habe ich genau sein Dings getroffen, da sein Bauch. Schön ein paar Platinen wieder erfarmt hier. Ich habe gesehen, Wölfe geben auch Titan. Also Bären und Wölfe. So, und da ist die nächste Quest. Blinderino. Können wir da nicht hin transferieren? Ja, in die Nähe würde ich das machen. Ich würde aber noch ein paar Meter gehen und noch ein bisschen was Zeug farmen. Na egal. Okay. Achso. So. Kann ich hier noch mal ganz kurz einkaufen. Wo ich jetzt gerade so schön meine Sägeblätter verbraten habe. Ach so, Elch gibt
Zahnräder, okay. Oh, 20 Platinen. Siehste, ich muss mal ganz kurz in den mein Teamspeak. Bums ist gerade hier hinter meinem Spielfenster. Ich muss mal kurz Optionen. Ich gehe mal ein bisschen zu Fuß und. Ich muss noch mal kurz. Ach, da siehst du. Warte kurz, warte kurz. So, abbrechen. So. Jetzt. Du verpasst hier die ganze Action hier. Der Gastdozent ist ja. Ah, super. Schweigsam. Der ist mir gerade entgegengekommen. Ich habe hier so einen super Move gemacht, habe den Headshot verpasst und dann ist er gleich hier rausgepurzelt. Oh. Nö, nee, der ist mir gerade entgegengekommen und ich bin auch so richtig geil ausgewichen. Wildschwein. Orang. Mitnehmen, was so geht. Quick, quick, quick. Wo ist da in die Luft gegangen? Keine Ahnung. So, lang aber gut. Unangenehm. Ach, das ist die Quest, glaube ich, jetzt mit den beiden, ne? Wo sie diesen Hinterhalt. Muss ich hier schon mal meine Knochensäge rausholen? Schade, jedenfalls nicht schon mal in der Hand zu haben. Warte mal. Hä? Warte mal ganz kurz. Muss mal, wo ist mein. Hä, wo sind denn meine ganzen Waffen? Ich geh nochmal zurück. Mal. Das ist irgendwie merkwürdig. Ich häng hier mal ein bisschen ab. Inventar. Achso. Mission, hä, was ist denn jetzt passiert, hä? Warum zu spät oder was? Ich habe keine Ahnung. Hä? Ist noch gar nichts passiert. Das war jetzt gerade mysteriös. Ja, das war wirklich merkwürdig gerade. Wahrscheinlich, weil wir nicht so richtig ins Missionsgebiet drin sind. Jetzt sind wir dann noch hingeteleportiert. Ja, egal, ich nehme jetzt Pfeil und Bogen erstmal aus mir Banane. Karte wird benötigt. Irgendeine Karte. Wo bist denn du? Hier draußen waren noch Gegner gerade. Ja, aber wir müssen hier das Ding erreichen und die Karte finden. Im Suchgebiet. Innerhalb von. Ich weiß nur nicht, wo diese. So eine Keycard oder was suchen wir? Ja, irgendwie sowas. Ich habe aber keine Ahnung, wo hier sowas sein soll. Ich weiß, wir haben es schon ein paar Mal gemacht, aber es ist schon wieder ewig her. So wird das jedenfalls nicht. Es ist weiter unten auf jeden Fall. Diese Dreckstüllen hier. Ja, hier, ja. Oh. Habe ich mich selbst in die Luft gesprengt? Lust auf mehr? Du hast ohnehin keine Wahl. Das hast du davon, wenn du dich mit uns anlegst. Es gab eine Warnung. Wir haben dich gewarnt, verdammt. Man lernt nie aus. Das hat Paps immer gesagt. Rush und du, ihr müsst noch viel lernen.
Müssen wir hoch? Ja, du siehst doch, hier sind doch jetzt mehrere Markierungen. Ich hab jetzt nicht die eine hier gesehen. Finde und entschärfe die Bombe. Irgendwo hier soll eine sein. Ja auch nichts. Also ich habe hier Anzeigen. Oh, ich habe die Keykarte aber gefunden. Jetzt kannst du rein theoretisch überall rein. Hi, warte mal ein. So, eine habe ich, eine Geisel habe ich. Ich habe auch eine. Ja. Noch eine. Huch, da habe ich mich in die Luft gesprengt. Kannst du mich aufheben? Ja, hier ist noch die. Oh, ich sehe diese Türen. Danke. Ich habe bloß die Bombe da gerade entschärft, wenn man sie nennen möchte. So, im Suchgebiet. Oben, ne? Oben drin, da war noch eine Tür, glaube ich. Genau, wo du hochkletterst. Da müsstest du. Die ist zu. Die Karte, die Tür ist auch zu. Oder ist das hier? Ich weiß es nicht. Ich hab sie. Ich hab sie. Ah, sehr schön. Haben wir? Übrige Zeit. Schieß. Unschuldige Zivilisten. Nee, echt. Achso, hey, ich hab jetzt wahrscheinlich die Zivilisten getötet. Ja. Weil ja, da stand Schieß. Ich hab geschossen. Zack. Ja, ich hab's jetzt nicht gesehen. Also. Ah, okay, wir fangen zum Glück nicht von vorne an. Nee. Jetzt müssen wir da hinten noch das Ding drauf. Da steht Schieß dran. Oh. Das gar nicht. Ich. Ja, einfach hinlaufen und. Ah, nein! Genau ja, das habe ich auch getan. Nee, noch nicht. Nee, oh. Stimmt, wir sind schon raus. Oh. Diesmal hab ich's versaut. Genau das meinte ich nämlich nicht. Ja, ja, ich war, ja, also. Weiß noch nicht, was wir da jetzt genommen haben. Achso, du musst da, okay. Ja, er lädt jetzt neu. Ja, na, wir fangen ja zum Glück nicht von vorne an. Dachte mir, wenn du einen Freischuss hast, dann kann ich auch mal. Nö. Hast du nicht. Ja, unser Gastdozent, wo ist er denn hier? Martinator. Ist er abgehauen? Ist er geflüchtet? Mann, ich geh mal hier hoch. Was ist denn? Oh, nee, nicht schon wieder.
Ich bin eben zur Geisel gegangen und auf einmal ist das explodiert. Ja, ich habe keine Ahnung wieso. Aber da unten kommen Gegner. Es kann sein, dass die vielleicht. Nee, da scheint ein Dings zu sein. Ein Zünder. Ich bin jetzt eben auch hochgekraxelt und da ist auch explodiert. Ich dachte erst, dass es mit deinem Explodieren zu tun hatte, aber es muss bei mir auch nachträglich passiert sein. Einfach immer noch mehr aus ihr raus. Lass mich mal kurz schauen. Da ist ein Schloss oben drüber, das kannst du abschießen. Du kannst die Leute freischießen. Ja, ich muss erst mal kurz. Wegen den Gegnern hier. Irgendwie kamen hier welche. Ja. Bei mir auch gerade. Warte, ich komm zu dir. Oh, ich wurde abgeschossen, weggesnipert. So schnell nicht auf die richtige Waffe wechseln können. Schnell. Rette mich. Schieß sie tot. Ich muss mich um die Dudes kümmern, damit ich die Dudes freischießen kann. Ne? Oh, ey, kann er. Hä? Was ist denn jetzt wieder passiert? Auf dem halben Weg gestorben hier wieder. So, okay, das Schloss habe ich erwischt. Ich habe die anderen. Neben mir ist irgendwas explodiert, weißt du? Du denkst gerade wieder am Leben. Ja, genau, jetzt musst du wieder hoch. Ach, Schneckchen. 1 und 2. Jo, sag wir mal. Hauen euch beide gleich zu Brei. Verschwinde hier! Hau ab! Das kommt mir sehr meine bekannt kleine vor. Fernbedienung fürs. Als hätten wir das schon mal erlebt. Die ist schon wieder verschollen. Entspann dich. Bleib doch noch. Ja, komm. Sieh dir das an. Siehst du, wie leicht es sein kann, mit dir klarzukommen? Ich wollte, dass du das verstehst. Ich wollte, dass du einsiehst, dass es anders hätte enden können, wenn du auf uns gehört hättest und gegangen wärst. Doch du hast den Stock gewählt. Hier ist er. Die sind übel, die beiden hier. Ja, die haben sie nicht alle. Oh, fuck! Es wird ewig dauern, diese Hoffnung und Träume von meinen Stiefeln zu kratzen. Ach, weißt du, bevor du hier aufgetaucht bist, lief einfach alles verdammt großartig! Kommst du hierher mit deinem schicken Zug und deinen schicken Leuten und versuchst diesen Ort in etwas zu verwandeln, was er niemals bleibt? Und als wir vernünftig sein wollten, musstest du ja unbedingt ins Wespennest stechen. Immer und immer wieder! Nur weil du dachtest, es gäbe Hoffnung für die Zukunft. Es gibt keine Hoffnung für dich. Keine Zukunft! Für niemand! Ja, richtig so. Das wollten wir sehen. Mickey und Lou. Zeit so. Michelle, Louise, ihr müsst mir jetzt gut zuhören. Warum? Du kommst da nicht mit. Ich habe keine Wahl. Euer Vater. Daddy sagt, wenn du nicht für uns bist, bist du gegen uns.
So einfach ist das nicht. Doch ist es. Ich muss los, Mom. Dad's da. Michelle? Ihr beiden müsst aufeinander aufpassen, weil euer Vater das nicht tun wird. Er hat immer große Pläne, aber alles, was er tut, endet nur in Gewalt. Dad löst Probleme. Er verursacht sie. Er geht über Leichen und interessiert sich einen Dreck für die, die unter ihm leiden. Dreck! Er wird nicht wie er. Sprecht mir, dass ihr nicht werdet wie er. Aber wo ist unser Co-Pilot geblieben? Der Co-Pilot? Ja, wer wohl? Martinator. Weiß ich nicht, ich denke mal, der muss noch die Rede vorbereiten. Ist mitten in den Vorbereitungen. Blut, lass gut sein. Du hast es gesehen, oder? Wie die einen auf Halt gemacht hat? Alles war normal, bis sie nach Norden gegangen ist. Es ist höchste Zeit, dass wir diesem Freak ein paar Fragen stellen. War der Typ, der uns am Anfang gerettet hat, glaube ich, ne? Aus diesem Zug, ne? Oder der mit uns da geflohen ist. Den du gerettet hast, damit er oder das Dings aufbaut. Rush, es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich in den Zug gestiegen bin. Dass ich dich nach Hope County gebracht habe. Wir werden dich nie vergessen. Du hast viel für uns riskiert und es hat dich dein Leben gekostet. Das ist meine Schuld. Rush. Ich schwöre dir, wir machen dich stolz. Die klingen alle super traurig und man hört dieses Gewimmer. Aber keiner verzieht so richtig eine richtig traurige Miene. Er war ein guter Mann. Selbstlos. Und du... Du hast getan, was du konntest. Die beschissenen Zwillinge sind uns immer einen Schritt voraus. Wir müssen das anders angehen. Ich sehe nach Carmina. Wenn du wissen willst, was mir vorschwebt, komm einfach zu mir. Der Vater ist ja da. Bevor wir irgendwas tun, werden wir jetzt erstmal einen Superbären töten, weil ich will endlich meine super-duper Säge haben hier. Sägeblattwerfer. Ich möchte nicht meinen Sniper haben. Den hast du doch schon noch nicht. Nee, mir fehlt immer noch Titan. Es kann sein, dass es jetzt vielleicht schon... Viel Glück bei New Eden. Ich spreche sie aber erstmal nochmal an, oder willst du erstmal kurz gucken? Gleich. Ja, ich will kurz gucken, warte mal. Schuss ins Blaue. Mein MG da. Herstellen mit Materialien. Ja, bitte. So. Aber ich meine, einerseits kann man sich mit diesem Spiel echt lange aufhalten, ne?
Aber wenn ich mir jetzt so mal auf der Zunge zergehen lasse, so viele Hauptquests haben wir gar nicht. Es ist kurz und knackig, das Spiel. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Ja. Du kannst, können wir. Gut, dann quatsche ich die jetzt an. Und dann gucken wir, dass wir irgendwie. Muss ja, darfst du auch nicht vergessen, guck mal, die Spielwelt ist ungefähr ein Drittel von dem Hauptspiel. Also. Das ist ja doch schon deutlich kleiner. Und es ist halt, ja, kurz und knackig halt alles so. Ist auch kein Vollpreisspiel, das darfst du auch nicht vergessen. Nee, klar. Dann möchte ich noch mal die Tür zu machen hier. Wenn er den Zwillingen so nahe steht, wie er behauptet, ist er vielleicht unser Ticket da rein. Nimm Kontakt zu Irwin auf. Wenn dich jemand ins Revier der Zwillinge schmuggeln kann, dann... So, ich habe jetzt mal die Quest aktiviert. Beziehungsweise angeschaut. Meines Erachtens, du müsstest ja eigentlich auch schon aufs Ende jetzt zugehen, ne? Ja, ja. Ich will trotzdem nochmal den Bären haben. Den großen. Können wir Prosperity eigentlich noch weiter aufleveln hier? Einige Stationen? Oder fehlt uns da was? Ja, eigentlich fehlt uns noch tonnenweise Ethanol. Haben wir hier den großen Bären noch? Ein Vorteilspunkt. Hier sind wilde Hunde. Schwarzbär, Elite-Bison. Wir könnten nächstes Mal hier hinten zum amerikanischen Bären dahin kommen. Ach, jetzt kommt die Dings-Mission, die. Ja, die will ich noch nicht machen. Ich will erst meine. Uma. Ich finde ihn halt auch noch nicht. Nee, das ist es halt. Deswegen würde ich eigentlich gern nochmal ein paar Ecken da hinten bei den Bären aufdecken. Amerikanischer Schwarzbär. Wolf. Ich weiß, wir hatten es beim letzten Mal auch gefunden, aber ich weiß nicht mehr, in welcher Ecke das war. Keine Ahnung. Hier hinten bei den Wildschweinen. Aber hier sind ja noch so eine Handvoll Flecken, die bedeckt sind. Könnte auch hier vorne gewesen sein, aber ich würde erstmal da hinten zum Bären gucken und dann. Weil ich würde schon gern die letzte Stufe haben, wenn schon denn schon. Erstmal zu Ende wollte. Und wenn wir schon dabei sind, da beim Bärengebiet rumzudümpeln, kann man ja auch gleich nochmal ein bisschen was Bäriges sammeln. So. Schnellreise. Jo. Also ich will gerne irgendwie alle Kniften mal auf Elite haben. Ich war noch nie eine große Nachteule. Die ich nutze und dann passt das schon. Alter, jetzt ehrlich, ich schieße ihn genau auf den Kopf und in dem Moment tut der sich, ne? Das ist mir so geil. So. Naja, ist das ein. Erstmal ins Schwarzbärengebiet und dann guck mal. Irgendwie uncool, wenn ich hier nicht mal wenigstens den Bären kriegen würde. Aber ich hatte ja auch gehofft, dass man den Bären da hinten bei Joseph kriegt. Aber dem war ja. Weiß es, aber ich weiß es auch nicht mehr. Und wir sind ja auch noch nicht in der Arena rumgefahren. Oh, hier, Vorratslieferung.
Ah, der Gastdozent. Der ist wieder da. Hast du die Vorratslieferung gesehen? Wo ist denn die gelandet? Da hinten kommt's. Ich renn gerade hin. Ja, wir haben uns schon gewundert, wo er hin ist. Ja, ich hab Pause gemacht. Ach meine so. Meine Mittagspause. Ah, ja, so ist das also. War auf einmal so ruhig, werde ich 3 oder 4 Mal angesprochen. Gastdozent antwortet nicht. Ja, sorry, dass ich konnte nicht. Alles gut. Musste mich auf mein Essen. Ja, gehen. Wir dachten, dass das Pamphlet noch nicht vollständig war. Ja, ich bin schüchtern. Ich kann nicht vor vielen Leuten reden. Du hast ja gute Hoffnung, vor vielen Leuten reden. Ha! Ja, so als Gastdozent. Als Gasthörer, okay, alles klar, hinsitzen, nichts tun, zuhören kann ich. Oh, wilde Bullensaison, Herausforderung abgeschlossen. Da ist Bär. 2 Vorteilspunkte erhalten. Irgendwas visiert mich gerade an. Oh. Also gerade ein wilder. Ich habe irgendwie auch nicht getroffen gerade. Ein wilder Highwayman. Kann ich hier nicht mal meine Angel reinhalten? Na. Können die Fische hier ein bisschen naschen? Oh, guck mal, da ist wieder so ein großer. Hab ich geschossen. Du kannst gerne. Ja, ich. Ich suche den Teddy. Und hoffe, dass er hier hinten irgendwo sein Spawngebiet hat. Aber ich habe keine Ahnung. Ein Stör. Ein Stör. Ein Löffelstör. Die kennen wir doch. Die lassen sich nicht stören. Was? Sind die aus wie Löffel? Ja, die haben so einen Löffel vorne an der Nase, ne? Also. Ja. Aha. Die haben ihr Besteck immer dabei. Ja, ihr Gaffel. Ja, naja, Gabel ist jetzt nicht, nur ein Löffel. Ein Göffel? Ein Göffel. Ja. Göffel ist ja eine Gabel mit Löffel. Ja. Also so ein Löffel mit mit Zinken. Ultimative Single Survival Tool. Ja. Ja, wenn du da noch so eine Kante drin hast, die ein bisschen schärfer geschnitten ist, dann schon, ne? Nein, einfach den ganzen kauen. Ehrlich, ich schieße ihn mit dem Sniper echt nur den Helm weg. Oh, die Dreckstöle hier. Alter, wo ist denn dieses verfluchte Bärengebiet? Ich bräuchte einen Navigator. Der letzte Navigator. Hier sind 2 Elche. Ich kann mich zu dir teleportieren, aber hier scheint das Gebiet schon mal nicht zu sein. Muss 3 Schüsse so ein Elch reinhämmern, Alter, was ist denn hier los? Ah, das wusste ich aber super. Auch. Ich hab doch die beste Scharfschützengewehr. Ist einfach unangenehm hier. Doch gleich mit Pfeil und Bogen, ja. Was ist der denn jetzt hier? Teilweise. Ja, wenn schon das beste Scharfschützengewehr nichts bringt, vielleicht klappt's ja mit der Steinfaust besser. Mit dem Faustkeil. Ich finde gerade. Mal kurz. Hab den doch. Ich finde gerade die Leiche nicht. Ja. Ja, das ist aber auch hier echt ein bisschen tricky tricksen. Ich meine rein theoretisch. Ja. Aber ich meine, vom Logischen her hatten wir ihn hier oben bei Dings gehabt. Irgendwie bei Joseph.
den Bären. Kann man denn... Gibt es hier noch was zum... Hier ist noch eine eingestürzte Brücke, die man rüber... Alter! Hey, wie lange lebt... Könnte man hier nicht... Wie lange lädt er hier nach? Also, weißt du, der Elch kommt auf mich zu. Will mir hier ans Leder. Ich bin hier... Ich bin hier oben. Ich müsste mich sehen. Achso, da ist auf dem Boot. Das ist ganz gut. Ich würde da gerne nämlich noch mal kurz auf eine andere Ecke mit einem Boot heizen. Ich will da noch mal ein bisschen weiter nördlich. Hier ist ein Bär irgendwo, hab ich gerade gehört. Ort sei verschämt. Nein, das ist genau optimal. Wie unangenehm. Das ist wirklich unangenehm hier. Ich bin... Ah, ich höre ihn auch. Ja, da ist er, da ist er. Doch eure Elchlockpfeife dabei. Wir haben alles zum Pfeifen dabei. Yeah, den Bär haben sie wieder auf die Klöten getreten. Ne? Ah, und die so schnell nachladen. Schade, dass man den Bär nicht in die Eier treten kann, wenn er so auf der, wenn er ihn so um überhaut und. Das ist doch die Taktik oder was? Du hättest, du hättest mal deinen Bogen nehmen sollen. Den habe ich nicht mit. Also hast du ihn gar nicht eingepackt? Ich habe jetzt meinen Sniper eingepackt. Ja, aber... Kannst du auch Bogen einpacken. Also ich habe jetzt, da ich ja das Sniper jetzt herstellen konnte, dachte ich mir, Ding will mitgenommen werden. Ja, aber mit dem Bogen hätte man jetzt natürlich wieder Leder farmen können. Ja, das ist natürlich... Weil mit dem Bogen Leder farmbar ist. Naja, besser. Du kriegst du mehr, weil du die Tiere nicht verletzt oder so. Naja. Du kannst sie cleaner töten, ohne dass das wertvolle Fell... Naja, aber du durchdringst das Fell ja auch mit einem Pfeil. Nein, das ist... Martin, du verstehst die Fahrkeuerlogik überhaupt nicht. Ob du mit der Knifte oder mit dem Pfeil... Nein, du zerstörst mein Weltbild, bitte. Das ist hier... Ich hab extra angehalten. Oh. Kann ich hier nochmal... What? Oh, ich sehe... Ist das schon das Gefängnis da hinten? Nein, das müsste auf einer anderen Ecke sein. Wir sind hier... Ja, ach so, ja. ...etwas nördlicher. Aber ich hatte gehofft, dass du dich hier mal hinten drauf sitzt, damit wir mal... Ja, ich renne hier gerade nochmal rum und gucken, ob ich hier noch irgendwas vor die... Wie so ein Varan. Sieht wirklich... Warte mal, da muss ich mal kurz hin. Das sieht ja wirklich merkwürdig aus. Da hinten sieht aus wie so ein Elch. Achso, ne, es ist so ein... Fischgedings. Ach, das ist ein Stinktier. Oh. Naja. Das sah vom Weitem aus wirklich wie so ein Varan, der da lang geht. Da ich noch nie einen Varan hier gesehen habe und ich denke, hier wird doch keiner sein, ist das ziemlich unwahrscheinlich. Na ja, komm ich bei dir. Ich komme zu dir. Ja, ja, ich bin. Ich warte. Ah, oh, jetzt schwimmt der wieder hier wie so ein Weltmeister. Also. Kommst du rauf? Ja. Ich bin drauf. So, Moment, mal ganz kurz gucken. Ich würde sagen, wir fahren mal Richtung Joseph. Da muss doch irgendwo weiter. Also dieser große Bär, der darf ja nicht weiter vorne sein, heißt. Der muss schon ein bisschen am Rand, weiter am Rand. Am Rand? Ja, am Rand. Weil der Bär ist ja schon so eine Bosse-Retinette, die sollte ja nicht sofort erwischt werden, glaube ich. Die Person überhaupt. Deswegen ich jetzt glaube, dass wir irgendwo die Ecken besuchen müssen. Ich hab nicht mal ein Bier öffnen hier. Das ist unangenehm. Ja, jetzt muss ich verdursten hier. Aber wenn man mal vier bleibt, muss ich feiern. Der hat da eine Fensterbank neben sich. Oh. Die arme. Ja, ich will ja nicht die Fensterbank nicht kaputt machen. Richtig, der ist im Kopf. Der sitzt das Ding an und schwimmt aus der Kante von der Fensterbank weg. Ja, genau. Erklärt hat mal den Familien. Das war gruselig. Weitergefahren?
hier? Na gut, dann gehen wir mal hier an Land und gucken mal. Irgendwo muss es ja so ein Teil geben. Ich denke so. Diese Ecken sind hier noch zu wenig erforscht von unserer Seite aus. Ja, lass uns mal hier den Bären mal ein bisschen in die Eier treten. Wenn wir den Bären finden, heißt das. So, hier, passt auf. Ihr werdet gehäutet. Da hinten ist das. Ist das da das Tor? Ihr werdet gehäutet. Ja, besser heute als morgen, wa? Ja! Da ist ein Dorn. Da habe ich so viel gelacht, da ist mir glatt die Luft weggeblieben gerade. Ja, war gut. Was ist, ist das hier ein Juidendorf? Ja, ne? Ich bin mir hier gerade nicht ganz sicher, tatsächlich. Sieht eigentlich nicht so aus. Müsste es noch weiter unten sein, Juiden. Warte mal. Nee, doch, das ist nur Edendorf, aber da waren wir ja nur schon drin, das suchen wir ja nicht. Wir müssen hier mal nach oben weiter außen rum. Ich teleportiere mich gleich zu dir. Ich laufe hier nochmal hier die Insel ab gerade. Kannst du das? Die andere. Ja, noch ja. Also noch. Da läuft er doch, ich sehe ihn. Warte, oh, siehst du. Da oh. War er doch gerade. Oh Mann. Naja, ich sehe das Krönchen. Was? Er liegt schon? Das war jetzt ein bisschen schneller. Ja, als das erwartet. War die Kraft meiner Gedanken haben dich beim Kampf unterstützt. Also eigentlich. Ja, das war jetzt natürlich ein bisschen. Aber gut, dann wissen wir das. Wo ist er denn? Hast du ihn schon gehäutet? Ach da. Ja. Ich wollte das haben wir einen Brocken hier. Ich dachte jetzt nicht, dass ich ihn so schnell runterkriege. Wäre ja eigentlich gut, wenn wir noch ein paar mehr davon kriegen würden. Vielleicht können wir noch. Zwei Vorteilspunkte. Lass uns doch gleich mal nach oben rein. Hier noch ein Vorteil. Geschosse. Wir sind so ein paar Rentiere. Also diese. Nee, warte mal, wie heißen die? Ach, du bist da hinten. Ja, da wollte ich nämlich auch noch in Ach machen. Ja, ich guck gerade mal diese, ja. Bumstings hier. Der Kari bumst. Guck nämlich mal, ob hier. Wie ein Bum 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 Bum. Bumerang. Der Bumerang, ja. Ich laufe nämlich gerade hier einmal ums Dorf, weil ich mal gucken wollte. Um Dorfbums hier. Aber kommt man hier nicht weiter oben noch hin? Gibt es eigentlich auch Anarchie? Ja, bei den Fischen, es gibt ja nur diese großen. Wäre cool natürlich, wenn es auch so einen Königsfisch geben würde hier. Also auch mit so einer, gegen den man irgendwie kämpfen müsste. Das wäre cool. Alter, hier ist Nebel. Mal hier die Angel reinhalten. Ach, du wieder. Ich hab ja irgend so einen, oh, da ist er wieder. Da ist er wieder. Oh, und ich angel jetzt hier. Oh, was ist denn hier? Ah. Oh, komm, aber ich bin hier echt am Ende gerade. Ich werde hier gerade getötet. Getötet Löwen. Hakuna Matata. Spruch habe ich nicht gern. Ah, jetzt hat er mich. Schrei doch nicht immer so. Entschuldigung. Du bist da wirklich am ganz anderen Ende. Warte mal, ich muss dann erstmal rum hier. Sorry. Haltet Martin. Ein. Ach, ist gut. Solange ich hier sterbe, kann ich aber bei mir ein bisschen Licht anmachen. Bin gleich wieder da.
Daddy ist da. Daddy ist zurück. Komm her. Bist du denn da? Heidewitze. Wo ist denn die Dude rette? Oh, da ist er ja. So. So, das war's. Aber ich musste ihn, Ich hab ihm schon einiges abgezogen. Kann ich aber nicht. Ich kann dich nicht aufheben. Was? Nee. Er zeigt mir nichts an. Weil ich glaube, du bist in diesem komischen Gebiet da drin. Oh. Ja, ich. Und das, wenn ich an dich rangehe, dann hört sich das an wie so eine Kreissäge. Ja, du liegst bei mir da immer noch. Jetzt bist du weg, ja. Bleib mal da stehen, ich muss mir gleich mal den Loot schnappen. Nicht weglaufen. Ich bin da nur hier die Pflanze holen. Na, ich finde den nicht mehr dann. Du siehst doch, dass alles neblig ist. Ach, er lebt. Er tut noch, als wenn er lebt. Er bewegt seine Tatze. Ach, ist das süß. Hä, bei dir. Hä, das ist total. Als. Hast du, hast du hier mit dem Kreissägenwerfer, mit diesem Sägeblattwerfer irgendwas gemacht gehabt? Weil bei mir ist andauernd dieses Geräusch. Also zwischenzeitlich hatte ich vorhin mit dem Sägeblattwerfer gemacht, aber. Ja, aber du hast die ganze Zeit dieses Geräusch. Das irgendwie das Sägeblatt, wenn ich bei dir bin. Jetzt ist es weg. Ne, jetzt ist es wieder da. Ja, jetzt habe ich auch gerade geschossen. Ja, genau. Ich hatte nämlich gerade gehofft. War wohl vielleicht so ein Soundbug oder so. Ja, manchmal hat man das ja. Der Elche, ne? So, jetzt hatten wir zweimal den Teddy. Sollte ja auch eigentlich reichen jetzt, ne? Da habe ich noch zwei Elche. Wow. Oh, da. Von wegen reichen. Was hat der denn für eine Fähigkeit hier? Hast du das Gebrüll gerade gesehen? Ja. Und irgend so ein Schleim, ne, kam. Oder irgendwas hat er da. Ja, das war's dann mal wieder. Aber die richtige Stelle erstmal erwischt. Gut, dann können wir ja jetzt erstmal kurz den Kram hier einsammeln. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal nach Prosperity oder zu irgendeinem anderen Nest und dann. Oh, ich habe noch eine Herausforderung abgeschlossen. Die Elchsaison. Wo ist denn der? Also eigentlich waren hier noch ein zweiter. Aber ich hab vorhin. Ja, ich weiß, es muss noch irgendwo ein zweiter liegen. Ja, ich hab aber die eine Leiche, ich hatte ja vorhin auch schon mal eine erwischt, hatte ich die Leiche auch nicht gefunden. So, äußerst mysteriös ist das hier. Gut, ich teleportiere uns in die Nähe vom Gefängnis zu dem nächsten Außenposten. Wollen wir Gefängnismission machen, oder? Ja, wäre ja jetzt als nächstes dran. Jetzt ja, dann los. Ich will nur mal gucken, ob ich jetzt auch alle Ressourcen habe. Für meine Waffe. Ich muss jetzt irgendwie mein Bier aufmachen. Irgendwie. Das klingt so nach einer Challenge. Mit den Dingen, die du am Platz hast. Er leidet nachher seine Grafikkarte oder sowas. Im Ernstfall, wenn er so durstig ist, ja. Das Motherboard wird mal ausgebaut. Oh, ich kann schon wieder nicht bewegen. Schön an der SSD. Nee, ich hab schon auf. Ich kann gerade nicht bewegen. Ich muss Zähne noch mal vorgewinnen. Zähne. Boah, jetzt wieder hier. Weißt, ich habe hier den Spaß meines Lebens, weißt? Guck mal, wie ich quietschvergnügt herumrenne und. Oh. Du rennst gar nicht. Ich war quietschvergnügt gerade. Ja, quietsch. Mag ja sein, aber du hast nicht gerissen. Quietschvergnügt war ich. Du kannst ja jetzt immer noch quietschen und vergnügen. Weißt, und dieser versaut dann wieder den Tag hier. Wie ein präpubertärer Bube. Quietsch, quietsch. Ah, oh, schrecklich. So, heute eintauchen. Was kriegt man eigentlich für Krokodil? So. Schwarzpulver? Na, da bin ich mal gespannt, wie die läuft hier. Die müsste ich eigentlich vorher nochmal ausprobieren. Was gibt's denn schönes? Kohlefaser bringt der andere. Und dann haben wir noch ein bisschen Titan. In Bestellung. Sehr schön, sehr schön. Sägeblattwerfer. Den habe ich mir jetzt geholt. Gelenkte, welchen hast du? Den ganz unten, den letzten? Oder? Nee, den vorletzten, den mit den. Ist der besser als der andere? Na, ich hatte ja schon vorher, also den ich jetzt hatte, war ja auch der mit diesen Magneten und dem Abspringen. Weißt du?
dieser Stufe 3er, das war ja auch einer, der genau diese Fähigkeiten hatte und der hat mir jetzt ganz gut gefallen. Deshalb wollte ich den gleichen nochmal. Ich hab mir den jetzt den untersten gegönnt. Gegönnt? Ich muss mir jetzt bloß noch eine Pistole gönnen. Eine Pistole gönnte sich jetzt noch. Aber ich glaube ohne Flammeneffekt. Ich nehme mir eine einfache Pistole mit Schalldämpfer. Munition muss ich mal noch holen, siehst du. Das ist eine hervorragende. Ja, das war. Ach, ich habe ja noch Vorteilspunkte, siehst du. Könnte ich noch mal ein bisschen Moon aufpumpen. In Peace. Spezialmunition, ne? Vorteile, was haben wir denn? Wir können ja noch irgendeine Kleinigkeit. Schrot finden, MP, Sturmgewehre, Präzisionsgewehre, Pfeile, nein. Oder? Waren da noch Sägeblätter? Nee, davon war nicht die Rede. Da müssen wir das hier nehmen. Ja. Absolut unangenehm hier, ist ja abgehen. Oh, was ist denn hier? Da sind ihr, da rennt die Sau durchs Dorf. Ist es unglaublich. Na komm her, zack. Dann haben wir wieder ein Fell. Oh, ich habe irgendwas getötet gerade. Ja, da, ja. Das war so einmal in die Walachei geschossen, um zu gucken, was passiert. Obelix wäre stolz hier mit dem Wildschwein. Ja, du hattest auch irgendwo eins, ne? Ja, im Dorf. Ich habe die Sau durchs Dorf getrieben und dann... Ja, der lag eigentlich hier vorne, ja, aber okay. So, da hab ich nicht gesehen. Egal. Nee, dann ist er ja schon wieder, so. Ja, despawned. Und jetzt wieder los hier, ein Adler oder was? So, dann lass uns doch mal die Quest da annehmen. So. Sei vorsichtig. Dann geht's hier rein, in die gute Stube. Ja, schön, da habe ich ja jetzt den Supi-Dupi-Sägeblattwerfer. Ich glaube, der hatte jetzt 4 Sägeblätter. Aber, oder haben sich geteilt oder sowas. Oh, geil, ich kann sogar hier Gegner anvisieren. Das ist ja cool. Also, der markiert mir die Gegner. Oh. Hast du da irgendwas getötet? Ja. Ja. Muss ich hier noch was herstellen? Nee, ist voll. Ja, ich glaube, wir sollten uns abseilen. Oh, 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 Glück gehabt. So, Mr. Nato, wie läuft's da bei dir? Oh, ja. Leppend. Schalleppend. Nach der Pause ist immer ein bisschen mehr da zum Arbeiten. Ja, das ist klar. Das ist irgendwie logisch. Jo, wenn keiner den Stapel weitermacht, ne? Ja. Dann neigt man dazu, das stimmt. Ich bin hier, bei ihm. Ja, ich komme sofort. Uff, da. Was bist du denn? Ach, da unten. Na, ich hab mich abgeseilt. Ja, das war... Ah, okay. Nee, du kommst auch hier hoch. So, hier ist eine Rampe. Eine Serpentine. Die Reste-Rampe. Eine Serpentine. Serpentine. Oh ja, irgendwie sowas. Ach ja, jetzt werden wir hier als Gefangene irgendwie, kann mich dran erinnern. Ja, er bringt uns doch jetzt ins Gefängnis. Das ist sowas nicht. Du spoilerst ja schon wieder. Ich weiß nur, dass das Gefängnis anstrengend war. Du wirst es lieben, die Finger danach lecken.
Du willst extra die Zwillinge? Du willst so nah an sie ran, dass du ihre Nasenhaare zählst. Ich habe immer die ganze Zeit überlegt, Lisa, was du anhast da. Das ist hier, glaube ich, sogar vom Planet der Affen irgendwas. So ein Kostüm. Wie uncool. Wie unangenehm. Ja, ist wirklich unangenehm. Sehr unangenehm. Das ist richtig hier zum Unwohlsein. Geht es noch weiter hier, oder? Entschuldigung, ich habe gerade... Ich habe nur gesagt, dass sie verkacken. Und die haben eine Riesensache draus gemacht. Aber das ist unwichtig. Wichtig ist, dass die Zwillinge jetzt nur noch von diesem Frank reden. Sind die jetzt beste Freunde oder was? Sie haben ihn sogar zum Leiter von dem scheiß Gefängnis gemacht. Ist das zu fassen? Sie wissen, dass ich nicht gut mit ihm klarkomme. So ein blöder Arsch. Im Grunde ist das klar. Lou steht auf mich. Und wer nimmt der hier Wörter in den Mund? Warum sonst sollten Sie mit dem Penner reden? Hm. Also, das Wichtigste bei diesem Plan ist, dass Frank endlich den Löffel abgibt. Und die Sache läuft so. Er leitet das Gefängnis. Soweit so gut. Ich bring dich da rein. So kommst du nah an Frank ran und legst den Mistkerl um, ja? Du legst ihn einfach um! Den Rest des Plans erkläre ich dir auf dem Weg. Glaub mir, der ist todsicher. Was glaubst du, wo du hingehst? Slick, es geht los. Für wen hält er sich? Jetzt hin. Ich muss anscheinend immer noch mit ihm reden. Das könnte dich interessieren, deswegen den Rest des Plans erkläre ich dir auf dem Weg. Glaub mir, der ist tot. Müssen wir doch garantiert unsere Waffen stecken, ne? Wir tragen keine Waffen. Und dann spring in den Truck und ich fahre dich hin. Verdammter Frank. Oh, extra besser ausgerüstet. Jetzt muss ich den Stuff wieder hier lassen. Oh. Alter, das hat er denn da gerade gestöhnt, ey. Ich hab keine Ahnung. Hinten rein, na los. Heißes Outfit. Mhm. Ja, rot steht mir. Ja, wir sind doch schon eingestiegen. Was ist denn mit ihm? Kann man... Ah. Du warst weit weg. Du fragst dich bestimmt, wie Franks Tod dich an die Zwillinge ranbringt, oder? Jetzt habe ich aber alles auf Fernkampf getrimmt, aber... Ach so, siehst du, da muss ich auch mal gucken, kurz. Drei Vorteilspunkte habe ich auch. Ich nicht. Ich meine, ich habe einmal alles... Ja, und ich brauche natürlich einen mehr. Ja, Hans Wahnsinn hier. Ja, Glückwunsch. Ja. Das Derby gewinnt. Das ist, alle Startplätze sind bereits vergeben. Also müssen ist das jetzt die... das Rennen? Nee, das ist das Gefängnis meines Erachtens. Das Derby sollte auch noch kommen. Man hat gerade vom Derby geredet. Aber da müssen wir nachher noch hin, glaube ich. Ja. Ich weiß es aber auch nicht mehr. Oh, da ist gerade so ein... zwei sogar gegen das Auto geballert. Kronhorn. Aber erst muss Frank abnippeln. Hey, das ist nett. Ich schätze, so ganz ohne Waffen wirst du improvisieren müssen, um die Schweinebacke umzulegen. Aber dir wird sicher was einfallen. Und verschwendest nicht unsere Zeit. Nee, stimmt, warte mal. Nee, das ist das Gefängnis. Ich muss auch gerade mal überlegen. Ja, ich muss auch überlegen, so, aber ja. Am Ende geht's um deinen Arsch, wenn's ein Problem gibt. Rein da. Oh, jetzt dürfen wir Dreck schaufeln. Versau es. Eigentlich total bescheuert. Was buddeln die da eigentlich? Die müssen ja einen Grund haben, warum sie da hacken und buddeln. Und Statisten. Der Hund treibt sie an. Geil, du läufst gerade echt in Zeitlupe bei mir lang. So, du rennst, aber halt das sieht total schräg aus. Tja. Hier lang, Sack. Ganz Sack. Geh zurück, warte mal.
entferne mich von meinem Partner. Ich weiß nicht, wo du hin willst. Na, bei mir ist jetzt, du entfernst dich zu weit von deinem Partner. Geh zurück, steht bei mir oben. Jetzt nicht mehr. Das war jetzt ja, wir sollen der Wache folgen. Ja, aber eben war es halt so eine Warnung. Und du warst aber direkt hinter mir. Ja, weil du bist halt zurückgerannt eben. Deswegen ja, weil ich zurückgehen sollte. Laut war ja die Warnung bei mir. Du entfernst dich. Ich war ja hinter dir. Ja, deswegen war ich ja verwirrt. Deswegen bin ich jetzt zurückgelaufen. Dein Gesicht merke ich mir und nachher, wenn ich auf dem Weg nach draußen bin, dann mache ich dich fertig. Mission ich glaube du, aber ich glaube du bist zu früh von deinem Platz weg. Da ist nichts passiert. Hast du auch mitgekriegt? Wir standen da und haben noch weitergemacht und da ging nichts weiter. Ja, aber der Alarm ist ja losgegangen. Bei mir stand die Warnung irgendwie, dass da irgendwas mit dem Arbeitsplatz war. Aber ich, ey, wo sind? Oh. Ja, bei mir haben da irgendwie sämtliche Hinweise. Da ging nichts mehr weiter, außer dass wir halt Munition machen sollten, aber nicht mal mehr mein Punkt war da so. Ja, aber die beiden Zwillinge sind zwar lang gegangen. Ach, die Zwillinge sind lang gegangen, die habe ich gar nicht gesehen. Das dümmste Gesicht aller Zeiten! Ab sofort heißt du Hackfresse! Willkommen in deinem neuen Zuhause, Hackfresse! An die Arbeit! Da hat er den Zaun. Quasi. Ach so. Also ich meine, das macht schon einiges her, muss ich sagen. Auch wenn das schon so seine Bugs hat, ist ihr dort echt ein tolles Spiel. Diese Outfit. Ja, und jetzt guck mal nach rechts. Mit dem Zaun, mit dem Gitter. Das habe ich noch mitgekriegt. Aber die könnt ihr nichts verraten, wenn du nicht mehr Fragen stellst. Lass mich das machen. Ich weiß, was ich tue. Ich will ja nicht stören. Wir haben zu tun. Ich weiß, aber jemand, der wichtig aussieht, möchte reden. Wie wichtig? Ihr wollt das sicher hören. Siehst du, Schwester? Alles unter Kontrolle. Um den kümmere ich mich.
denn noch hier? Ah, jetzt ja. Werkbank 1, für heute seid ihr fertig. Geht in den Hof. Behalte da Reihende bei euch. Das gilt ganz besonders für dich, Hackfresse. Wenn ich mich totstelle, werfen sie meine Leiche vielleicht raus und ich kann entkommen. Ich hätte gerade meinen Wagen wieder zum Laufen gekriegt. Da kommen die und kassieren mich auf offener... Finde Möglichkeiten, Frank zu töten. Oh Gott, der sieht nicht gut aus. Und nicht so aus, als würde er reden können. Der hat einen zu sitzen. Und das Schlimmste ist, ich will gar nicht hier weg. Hier kriegen wir einmal am Tag was zu essen. Draußen hatte ich so gut wie nichts. Was? So nah am Sperrgebiet, okay. Wo müssen wir eigentlich hin? Ja, wir sollen eine Möglichkeit finden. Hier könnte man ja rauf, ne? Guck mal, da hinten das Gitter. Nee, pass auf. Das hinten, das Tor, das hat ja... Dings, lass uns erstmal die ganzen Dudes ansprechen. Wir müssen ja wenigstens eine Pistole oder sowas kriegen. Nur noch ein paar Tage. Noch ein paar Tage. Dann versuche ich hier nochmal auszubrechen. Jetzt zeigt er mir was an hier. Ich kenne einen Weg hier raus. Ich weiß, wer da drin den Schlüssel hat. Die haben mein Messer ins Sperrgebiet gebracht. Ich könnte versuchen, es zu holen und sie auszuschalten. Aber mir schlottern die verdammten Knie. Wenn ich nur den Mumm hätte. Jetzt habe ich mich angefackelt hier. Nimm. Aber stimmt jetzt. Nee, warte mal, genau. Ja, da kann ich auch nicht hin. Da sagt er mir auch eine Warnung. Ja, aber du kannst da rein. Darf sich nur nicht erwischen lassen. So. Wenn die Typen dich nämlich hier oben auf der Mauer sehen, dann... Oh, hier die kleinen Ratten. Scheiße, da oben ist einer, ja, warte mal. Aber der geht. Oh nee. Nimm. Ich wollte dich doch irgendwas nehmen. Aber ich sehe da nichts zum Nehmen. Ach, da ist die Leiter ist runter. Die Leiter ist da vorne runter. Ich muss mal kurz was nehmen hier. Ja, ich bin tot. Also ich lieg hier oben. Ich weiß nicht, irgendwie glaube ich, lief das nicht ganz so, wie es sein sollte. Bleib einfach liegen. Du kannst ja aufgeben kurz. Ja, ich auch.
Du musst auf die Mauer oben rauf, ne? Also du bist schon okay. Pass auf, nehm dir seine. Ah. Oh. Ah, verflucht. Die habe ich jetzt nicht kommen sehen. Aber schlecht war es nicht. Also wir mussten ja sowieso genau das tun. Und da drinnen stand ja nur mal ein Dude, der hat mich also ja sofort gesehen. Okay. Ja, jetzt müssen wir halt nochmal die Dudes anquatschen hier. Ich kenne einen Weg hier raus. Ich weiß, wer da drinnen den Schlüssel hat. Die haben mein Messer ins Sperrgebiet gebracht. Ich könnte versuchen, es zu holen und sie auszuschalten. Aber mir schlottern die verdammten Knie. Wenn ich nur den Mumm hätte. Ich komme. Einmal alles einpacken hier. Plündern voll. Achso, der da oben ist, steht ja auch noch bereit. Wir müssen aufpassen, wegen, wenn der. So, da, oh Gott, ja. Ist das nicht sogar der Typ? Alles genommen hier. Nun komm schon. Oh, wieso hat sie mich denn erledigt? Ich hasse das. Ich bin schon wieder tot. Ja, ich auch. Aber das ist, wir müssen es anders machen und wir lösen immer diesen scheiß Alarm aus. Ja, wie sollen wir es sonst machen? Der sitzt da nun mal drinnen. Du kannst ja gerne selbst mal reingucken. Und der sieht ja auch nicht so aus, als würde er da rausgehen wollen. Martin, noch da? Ich bin noch da. Hörst du dir unser Gejammer erfolgreich an? Ich höre ein frustrierendes Gameplay. Es ist ein bisschen. Oh, na klasse, ehrlich. Ja, wir fangen immer da an. Nee, ich kann mich nicht bewegen. Oh. Mach einfach einmal alles. Das bringt ja nichts. Du kannst ja, die werden mich ja gleich nochmal umbringen, aber ich kann hier nicht spawnen. Was soll ich denn machen? Dann mach einen Reload. Was soll denn das jetzt? Wie soll ich denn das hier reladen? Ich kann ja nicht. Warte mal, letzten Checkpoint neu laden. Aber ich wette, wir dürfen hier den ganzen Scheiß nochmal machen im schlimmsten Fall. Ich kenne einen Weg hier raus. Ich weiß, wer da drinnen den Schlüssel hat. Die haben mein Messer ins Sperrgebiet gebracht. Ich könnte versuchen, es zu holen und sie auszuschalten. Aber mir schlottern die verdammten Knie. Wenn ich nur den Mumm hätte. Du hast schon das eine geholt? Ja. Brauchen wir das andere überhaupt? Ja, wird aber angezeigt. Ja, frag mich nur, ob's. Ob's notwendig ist. Gott, wie hast du das denn gekriegt? Tja. Du wusst wie. Ja. Und jetzt muss ich damit wohin? Schleiche. Du bist wahrscheinlich immer reingestürmt. Ja. Dann hat er sich gleich umgedreht. Ja, und das darfst du nicht machen. Warte, ich bin den sanften Weg gegangen.
So, jetzt müssen wir Schleicherino machen hier. Warte, da ist einer vorne gerade zu. Ja, ja, ich sehe gerade. Nimm die Waffe auf, falls er eine hat. Eine Pistole liegt ja auch noch. Wo müssen wir jetzt hin? Wie müssen wir denn hier rein? Keine Pistole. Irgendwie unter ihm. Sehe ich nicht. Oh, dann nehme ich sie. Okay. Weil wir müssen. Wir können auch hier hinten durch. Müssen wir, glaube ich, auch. Hier ist ein Hebel. Soll ich den Hebel mal betätigen? Wenn ja. Du drinne bist. Oder so jetzt. Ich habe einen Hebel betätigt. Vorne müsste aber auch noch ein. Hier ist vorhin noch ein Dude lang gegangen. Der steht da. Oh, hier ist ein Gewehr. Ja, da hatte ich jetzt gerade gehofft, dass ich irgendwas finde. Na toll, du hast mir die Pistole gelassen? Ehrlich? Jetzt, warte mal, kann ich die... Ach, jetzt ist gut, ich habe jetzt die... Nee, kann ich MP. Die... Nee, ich wollte die eigentlich wieder, Jetzt ist egal. Kann ich die hinlegen? Nein, weiß nicht. Lass gut sein. Ey, ja komm, du musst ja erstmal leeren hier, ne? Du vorne hier die Hühner aufgeschreckt hast. Da kriegt der hier das große Spielzeug. Ich muss jetzt erstmal gucken. Hier liegt hier noch eine Pump-Action. Oh, warte mal, hier unten ist eine. Ja, das war ich, Digga. Oder wo? Nee, ja. Obere Ecke, da hat, stand einer mit dem Schild, glaube ich, direkt da vorne. Oben sehe ich jetzt keinen. Ist jetzt gerade umgedreht. Ich geh mal rein. Dir. Oh, der wird hier richtig Nackenschmerzen haben, ne? War eben aber auch noch irgendwo einer. Da eben noch einen gesehen. Ja, oben, warte mal, da geht einer. Pass auf, oben auf der Mauer ist eine. Über mir oder? Ja, da hinten an dem Turm. Also da steht jetzt gerade einer. So. Der guckt, der hat mich gerade gesehen. Deswegen bin ich kurz auch hier. Achso, wir müssen wahrscheinlich hier die Treppe hoch, ne? Ah ja, ja, da, warte mal, da vorne. Ja, ja, da vorne ist auch einer. Ja, genau. So, der hatte ich gesehen. Wenn der eine da weg ist, dann kann man sich den einen schnappen da. Ja, der eine geht rein oben. Jetzt kannst du den holen. Pass auf, der geht hinten raus. Ja, ich. Ja genau, ich bin hier noch bei der. Oh, jetzt hoch. Was?
Da sind noch mehr. Oh, pass auf. Die kommt. Ja. Sehr gut. Oh, der hat einen MG. Hier ist, also hier ist ein MG, ne? Falls du haben willst. Warte. Wir haben den einen Dude dort erledigt. Wir sollen jetzt entkommen. Ich glaube, das ging hier oben lang. Trevor? Ja, warte, ich habe hier noch Titanis im Safe. Achso. Und hier liegt ein MG, ne? Ich hab eins. Warte mal dann. Was? Da kommt der von oben. Das muss. Schnell rauf da. Nubi Mooskelle. Jetzt werde ich gleich gesehen, pass auf. Und da bin ich. Ah, scheiße. Das Risiko, was? Aber halt mich da raus. Für mich ist das nichts. Ich warte unten an der Straße, wenn du wieder raus bist. Jetzt haben wir ja eine volle Bewaffnung, also jetzt ist es ja. Müssen wir hier irgendwo rein? Ja, ich dachte ja, eigentlich. Komm. Hier war mal der Abfluss hier auf dieser Lüftungsschacht. Andere Seite vom Dach. Rüber da, sonst kriegen wir die ganzen Sniper ab. Runter. Ja, ich warte mal. Ich blicke, oh, wow, Alter. Oh, der hat mich schon mit der Pump-Action hier geschossen gerade. Ich laufe einfach mal. Ja, ich gebe auf. Ja, wenn man nur so eine scheiß Waffen hat, dann. Ja, es hat sich gerade echt übel gemacht, aber. Also ich habe eben den Typen, der hatte irgendwie, keine Ahnung, der hat, ich habe mal eine Pump-Action geschossen und irgendwie hat er keine Energie abgezogen. Es war so spitzenmäßig so. Verwende die Werkbank, um deine Waffen neu auszurüsten. Ja, ja. Okay. Dann kannst du bleiben, die Hand Gottes. Ausgerüstet sind wir gerade nicht. Ja, das ist total scheiße. Diese Stufe 1 Waffen. Das ist eh so geil. Das sind irgendwie Stufe 3 Gegner mit Stufe 1 Waffen. Aber wenn sie selber die Waffen haben, dann sind es immer Waffen. Na klar. Ja, das ist mysteriös. Ja, aber es wäre auch zu leicht, wenn du so früh an diese fetten Sachen rankommst. So mal eben so locker flockig. Aber da sieht man das schlechte, teilweise durchdachte Prinzip auch. An manchen Stellen, ja, da. Aber ich hätte jetzt auch keine andere Lösung, um das alles so hinzukriegen. Jetzt kommt hier auch noch ein Flugzeug, oder was? Ja, lass uns erstmal hier zur Werkbank, lass uns unsere Kniffen holen. Definitiv, ich brauche. Ich möchte hier den guten Stuff haben. Ich bin dafür. Definitiv bin ich dafür. Ich hämmer hier mit dem MG rein, weil ja, die laufen weiter so. Ja, moin. Oh, hier eine Werkbank. So. Ich habe auch was gehört. Ach, da ist er, ja. Da kommen Highwaymen tatsächlich. Das ist mir gerade egal. Erstmal wird hier wieder geil ausgerüstet. So, ja, meine Knifte Retinette, die hier. Meine andere Kniff, die Retinette, das ist die hier, die gehört dahin. Nummer 3 Kniff der Retinette, dahin. So, jetzt möchte ich mein Sägeblattwerfer haben, da, sehr gut. Ich brauche
Habt ihr alles abgelegt? Oder warum? Ja, ja, durch die Mission. Du musstest nackig rein als Gefangener. Ach so, du musstest nackig, okay. Nackig. Dann wäre es alles kein Problem gewesen, aber du ich bist jetzt sagen, ich spiele doch schon eine Weile. Jetzt, Ja, ja, nee. Das ich sehe es ja nicht, was er macht. Ja, nee, also... Wie, guckst du unseren den Stream nicht? Also, nee. Also, die Enttäuschung ist hier... Also, wieso habe ich eigentlich immer noch meine... Du musst doch nebenbei Blut spielen hier beim Arbeiten. Das sagst du auch noch laut? Ja, keine Ahnung. Warte mal, hier vorne, wollte ich ja gerade sagen, ist doch ein Duderette hier. Ich bin eine faule Sau und ich mache keine Arbeit. Du hier ist... Hasst mich, Welt, ist mir egal. Arbeit ist scheiße. Der Gastdozent weiß, der sich hier als du bist ein verdammter Fall. Non-Streamer outet, das ist Also ich streame schon, aber nicht euch. Was? Hey. Also jetzt hier, das ist ein... Ich könnte, richtige Profis, ich könnte das Derby leiten. Ich weiß mehr über Autos, als die alle Zöser. Montana Black, ich habe mal ein Auto aus einem Spülbecken gebaut. Bonk. Gehört sein Platz lebt überhaupt noch? Und so kommst du aus nächster Nähe. Das ist schon 30. Er ist 25. Lebt überhaupt noch? Er ist 25, er ist schon Rentner. Er guckt sich bestimmt den Drachenlord an. Das ist auch nicht. Oder hier, Tanzverbot. Ja, Tanzverbot muss ich finde, nee, Lisa, lass es mal aufhören hier. Wir machen echt Werbung für die. Und wir kriegen nichts dafür zurück. Das war ein Witz. Oh, ist das? Guck mir was für die Augen an. Tanzverbot ist eigentlich ganz in Ordnung. Oh, ich finde den eigentlich ziemlich witzig. Ich habe noch nie ein Video von diesem Typen gesehen, oder? Keine Ahnung. Aber der ist ja damals so... Alle hassen ihn. Ja, der ist damals so, so groß geworden, Weil die alle hassen. Wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Da ist irgendwas gestorben, ne? Oh, was ist denn das heute? Jetzt. Ah. Na, der ist damals so groß geworden, weil er immer so eine Provokationsvideos gemacht hat, ja, Ansage gegen und so. Und ja, ja, irgendwie. Waren das bescheuerte Zeiten, ne? Und naja, damit ist er so ein bisschen. Ne? Ja, ja, damit hat er so Reichweite gekriegt. Und dann hat er aber irgendwann so. Hat er das alles geändert. Und. Ja. Ich meine, er ist halt so eine Berliner Schnauze, ne? Also. Ne, er sagt halt irgendwo so, was er wahrscheinlich denkt. Also. Naja. Egal. Also, ich weiß, wie der Typ aussieht, weil andere Menschen. Ach, das ist. Existieren nun mal. Würde man meinen, ne? Würde man meinen, ja. Wo müssen wir eigentlich als nächstes hin? Nach Hause. Ich finde das auch so hier, Twitch hat doch irgendwie seine Abo-Sachen geändert. Irgendwie, Abos sind günstiger. Heulen jetzt die ganzen Streamer rum, irgendwie, dass sie nicht mehr 50.000 Euro im Monat verdienen, sondern wahrscheinlich dann nur noch 45.000. Ist ja ganz, ganz großes Highlife aktuell. Ja, ich meine, die müssen ja auch Leute bezahlen, ne? Ich teleportiere mal zu Prosperity. Ja, du, ich hab da. Angestellte. Ja, ich hab ehrlich gesagt kein Mitleid, sag ich dir ganz ehrlich. Wenn ein anderer einen Job irgendwo verliert, weißt du? Oder wenn der Fabrikarbeiter irgendwo sein soll, da haben die auch kein Mitleid, weißt du? So, bei den großen Streamern und so ist es Jammern auf hohem Niveau einfach. Die meisten, die ich gucke, die jammern nicht. Patrick, wir sind bereit für das Derby. Ich jammern so einen alten Tankstelle auf dich. Das Derby, das ist das jetzt. Muss mal Mond checken hier. Ob wir uns da jetzt wir kriegen ein Auto, ne? Oder müssen wir ein besseres kaufen? Vielleicht sollte ich auch mal ein besseres. Gehen noch mal eine kleinere, bessere Knifte. Ich hab mir eine Pistole, eine Schaltpistole. Wie der Titan. Oh. Du und dein Titanmangel. Auf der Titan. Ich. Ich mach erstmal Munition. Passt das schon? Ich hab ja ein paar Waffen dabei. So. Können wir, ja? Jo. Jo. Hast ja eh keine Wahl. Wir können mal gucken, ob wir hier den Riesenochsen sehen. Bison-Retinette.
Die Bison retten. Dann kann ich endlich mal mein weich gewordenen Diskus werfen. Da habe ich ihm schon in die Achillesferse gepikst. Oh, da ist er hier. Naja. Oh ja, danke. Gut, gerade. Klar? Kümmere dich. Hier ist schwach um die Beine geworden. Obwohl ist der Teil aber auch nicht. Nee. Ah, alles klar. Wenn ich da wirklich mit dem neuen Sägeblattwerfer reinschieße in die Weichteile. Am Bauchfleisch, dann gibt es 7000 Schaden da oben auf dem Hügel. Der sieht so tot aus. Gut, das Derby müsste ja hier vorne irgendwo gewesen sein, ne? Ja, das ist da, da waren wir vorhin noch schon mal. So 3 Kilometer, ja, ich wollte gerade sagen, 3 Kilometer ist weit um die Ecke. Hast du uns geliked? Wir haben ein Like. Ich hab nichts geliked. Ich like ja nichts. Oh, wir haben schon ein Like. Ist so. Weil der Tanz mal rot erwähnt hat. Nee, das war schon vorher, das ist mir vorhin schon aufgefallen. Ja, diese Tanzi. Nee, vor Tanzverbot. Und die Opas hier. Die hat gerochen, ja. Wir sind schon über 30. Oh, wir sind über 30, sind schon Rentner hier. Wir sind schon tot fast, ey. Die fahren schon hier mit so einem, mit diesen AOK-Shoppern durch die Gegend. Oh, also, mit den Rentnerforschen, ja. Schon auf dem Fahrrad. Oh, guck mal hier, jetzt kommt da. Oh, ist er hier gestolpert. Da sind die Beine schwach geworden, aber richtig. Wieso sind hier nicht genug Kellogs oder was? Ja. Nee, es sind hier überhaupt sind hier unsere Beine, die schwach geworden sind. Das war eben ein Bisonbein. Ein Bisonbein? Ja, ja. Ein BB. Kellogs Bisonbein. Scheiße, das verliere gleich. Für die lassen. Schnelle Energie zwischendurch. Das ist richtiges Charging, ne? So nennt man doch auch eine Attacke, wenn die Bullen loslaufen, ne? So Charging. Das schnelle Charging zwischendurch. Kellogg's Bisonbein. Voller Foodloops und dann kannst du los. Weil da Energiepulver drin ist. Eiweiß, also Eiweißpulver. Knochenmehl und so. Ja, Kinderknochen. Hier, das ist hier. Was? Kinderknochenmehl. Keine Menschen, Kinder, Mann. Also Tierknochen. Aus frisch gemahlenen, aus niedlichen kleinen Lämmern. Ehemals radioaktiven Bisonknochen. Kleine Welpen. Süße, knuffige Katzen- und Hundewelpen. Ist, wie heißt nochmal hier diese Parkinson ist quasi mit inbegriffen. Auch. Parkinson? Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was du jetzt. Nee, hast. Der Rinderwahn war das. Rinderwahn, war ja, aber Parkinson ist das mit dem BSE Zittern. BSE hieß das damals. BSE, genau. Ah, keine Ahnung. BSE, Vogel. Jetzt müssen wir schon wieder unsere Waffen hier ablegen, wenn ich das schon hier sehe, ne? Ja, na, wir müssen jetzt wieder zum Derby. Jetzt, da Frank tot ist, gehört sein Platz beim Derby dir. Und du hast Glück, denn ich hab dir nicht nur den Startplatz besorgt, sondern auch noch ein Fahreroutfit. Du Glücksschweinchen, du. Jetzt musst du dieses verfluchte Ding nur noch gewinnen, denn Mickey und Luke. Ah, ich sehe gerade, wir laufen immer noch in unseren Gefangenenklamotten rum. Ja, ich bin auch gerade dabei, das mal auszutauschen. Cool aus. Das ist das Erste, was man macht, wenn man aus dem Knast ausbricht. Klamotten wechseln, Leute. Habt ihr nie Prison Break geguckt? Mann. Prison Break? Was? Was? Hast du mal gehört? Nie mit beschäftigt? Ja, ist eine mittelmäßig gute alte Serie. Wenn die Klamotten, die sie tragen würden, nicht alle immer so dreckig wären. Mit dem Schauspieler Vince Wurst Miller. Yes. Prison Break? Der spielt in Resident Evil Afterlife den Bruder von hier Dingens. Der Uschi. Mila Jovovich? Jovovich.
Jovovich? Nee, die andere. Die andere Hauptstadt. Ich komme nicht auf ihren Namen. Irgendeine, die mal irgendwo mitgespielt hat. Ja, auf dich. Claire Valentine? Ja. Welche war denn? Wie viele Teile gab's denn da? 5 oder 6? Ich weiß das gar nicht. Filme gab's da viel zu viele von. Bis Teil 3, Resident Evil, guckbar, danach. Fragwürdig. Der letzte war. Bedenklich. Ach, wir haben das Outfit jetzt gewechselt, deswegen. Wow. Jetzt haben wir bestimmt schon wieder ein Auto, das wir nachher tauschen können. Redfield war der Name. Chris Redfield. Chris und Claire Redfield. Aber zumindest haben wir unsere Waffen noch. Ja, das habe ich auch gerade so gedacht. Ah, zum Glück. Du schießt, ich lebe und lass uns überleben. Da haben wir doch schon einen, den wir überfahren können. Muss schon hier mal ein bisschen. Oh. Hey, was hast du denn jetzt hier gemacht gerade? Da war ein Trecker mit Dings vorne dran. Mit Gehacktstücke und Geschaschlicke. Ey, was fährst du denn hier gerade? Das ist ein Derby, wir müssen die eliminieren. Ich überfahre die. Sorg schon dafür, dass die... Oh. Ich bin irgendwie gerade zerschaschlik worden. Wenn du mich jetzt... Los, das war... So, das heißt ja nicht, dass wir die Gegner nicht mehr eliminieren können. Also... Wow. Wow, ich wurde gerade übergekachelt. Ja, ich habe gerade gesehen. Da wurden mir die Beine schwach. Jetzt dir also. Ja, jetzt war es bei mir. Aber ich wurde halt mit so einem kleinen... Boah, guck dir meine... Na, du musst nicht gucken. Ich wollte Stefan, ich meinte Stefan. Oh. Gibt's hier ein paar Leichen zum Plündern? Sägeblatt Munition. Wächst auch nicht vor nichts zurück, ne? Nee. Vielleicht ein Flatter. Ja, hervorragend. Wow. Schnell was nehmen. Mach ich bei Kingdom Come auch immer. Alles abmurksen und dann leichten Flatter. Das ist irgendwie ein Muss. Ja, wenn man Zeug drauf. Deswegen sag ich ja. Oh oh. Wow! Prickle? Da ist die Ratte wieder. Prickle ist im Karton. Ja.
So, Wow. So. Granate im Anschlag halten. Aha! Oh, da, was macht denn der Bär da? Hast du einen Köder geworfen? Ich glaube, ich habe einen Köder geworfen. Zwischenzeitlich. Mit den ganzen Sachen, die ich da geworfen habe, war, glaube ich, einer zwischen. Schnell! Blute! Vorweg teleportieren. Da gibt's gleich. Sauber, Slick! Du hast gerade eine Einladung zur Party gewonnen. Mal kurz meine Augen rein. Jetzt habe ich natürlich mein großes MG nicht mit. Geh an den Gorillas vorbei. Tu so, als würdest du. Achso, du bist schon da. In dem Schuppen wird's von hohen Tieren der Highwaymen nur so wimmeln. Alles Arschgesichter. Aber pass auf, die sind scheißgefährlich. Und der Plan ist, du knallst sie alle ab. Allesamt. Das ist die Strafe dafür, mich zu dissen. Kommst du? Weiß wie. Ich bin gerade noch mal hinten kurz gesehen, ob hier noch was liegt. Ja, achso, da gehst du noch oben rauf. Oh, hier lag noch was. Ja, oben rauf ist natürlich noch eine gute Idee. Noch so ein bisschen Lösungsmittel. Hier hinter gibt's auch noch. Aber gibt's da was? Hier lag nur noch ein Medikit rum. Nö, hier konnte man auch noch hintergehen, aber hier war jetzt nichts, soweit ich sagen kann. Ach so, nee, da war ich nicht. Nur einmal kurz geguckt, aber weiß ich jetzt nicht. Oh nein! Was? Oh, echt? So lange gewartet? Ja, ich glaube, wir hätten schneller sein müssen. Oh. Es lief auch keine Zeit. Oh, heulig. Hoffentlich müssen wir das nicht normal machen. Wobei, es war ja ganz witzig. Ah, los. Glaub nicht, der beste Sieg aller Zeiten. Das ist ja irre. Okay, okay. Die erledigen wir alle auf einmal. Bleib bloß ruhig, mach keine Dummheiten. Okay, ich halt jetzt die Klappe. Ich gebe dir Bescheid, wenn die Waffe an Ort und Stelle ist. Ich kenne dich. Derby-Gewinnerin. Mann, das war vielleicht eine Show. Richtig nice, Alter. Killer. Verdammt! Wisst ihr, das erinnert mich ein bisschen an mich selbst. Danke, dass ihr alle hier seid. Ein weiter Weg für einige von euch. So lustig es auch ist, wir können nicht lange bleiben. Einfach keine Manieren. Es gibt neue Entwicklungen. Ich habe einen Vorschlag für euch. Los, komm rein! Wer zum Teufel ist das? Er ist unser Numero Uno Problemlöser. Er nimmt uns mit nach Norden und verabreicht uns irgendein... Was war das Obst? Eine heilige Frucht. Das Wunder von New Eve. Ja, das war's. Der Junge hier sagt, diese Frucht macht euch so stark, dass ihr es selbst nicht glaubt. Und wenn der Preis stimmt, wären wir bereit, sie zu teilen. Was redest du für eine Scheiße? Wir sind schon die Stärksten. Ganz genau. Es ist wahr. Ich hab's gesehen. Hört ihr euch überhaupt zu? Heilige Frucht? So eine gequirlte Scheiße. Werdet ihr jetzt weichende Bälle wie euer Papst? Ich glaube, der liegt nicht mehr lange. Sonst noch Anmerkungen?
Ich gebe euch die heilige Frucht nur, wenn ihr euch an die Abmachung haltet. Ich will, dass ihr New Eden in Schutt und Asche legt. So war der Deal, Mann. Verlass dich auf uns. Jetzt! Ach, Ethan. Ethan Hawkman. Dann komm mit, verdammt. Mann, wir machen die gottverdammte Scheiße dem Erdboden gleich. Eine magische Frucht, die Kräfte verleiht? Schwachsinn. Verdammte Scheiße, die sind schon gegangen. Das ist doch scheiße. Na gut, wenigstens können wir die anderen Arschbacken kalt machen. Die Knarre ist hinter dem Klo. Schick. Du hast mich nicht wieder reingelassen. Ja, ich. Wo ist denn die Knarre jetzt? Na, wir suchen sie ja halt. Ich habe jemanden bezahlt, eine Waffe auf dem Scheißhaus zu verstecken. Gern auf geschehen. Dem Scheißhaus. Hier drinnen. Zweite Toilette. Schön eingetunkt. Nö, ich hab ja. Nichts. Dann hab ich sie. Ah, jetzt hab ich's auch. Boah, wie die fliegt. Ach, guck mal hier. Werkbank. Schnell. Ran mit dem ganzen Stuff. Wo ist mein Sniper-Retinino? Bin am Geschütz. Soll ich ein paar Mal am Pudding fahren oder? Na, irgendwas ist da hinten noch, wir sollen noch was holen. So, du Held, schießt dir mal alles tot. Halt mal still hier, ich muss mal kurz das Zeug holen. Ich bin hier gleich tot, glaube ich. Ja. Wir müssen zuerst diese Typen. Ah nein, ich will nicht das Schloss knacken. Was? Hä? Das da ja kurz im Blick. Hier ist ein Tresor, den kannst du mal. Ah. Was? Oh. So, abhauen. Wir müssen hinten raus. Nicht da raus. Ich liebe diese Fans von der Teile. Rauf mit dir. Warte. Jetzt.
sollen wir denn jetzt hin? Kannst. Wir sind ja eigentlich aus der Arena raus. Ja, einfach fahr mal einfach erstmal. Wollen wir gleich nach New Eden? Ja. Ich hab doch Hilfe. Anhalten, Moment. Oh, so, war das super. Oder müssen wir erstmal nach Prosperity? Weil irgendwie haben wir ja noch keine Quest dafür. Moment. Stimmt, ja. Oder ist ja, kann der ich Bucky? Kurz, ja, kann ich noch mal kurz meine Waffen noch mal angucken. Pass auf, es gibt Berichte über einen Angriff der Zwillinge auf New Eden. Irgendein Verräter hat sie reingelassen. Es ist soweit, Cap. Zeit, die Zwillinge ein für alle Mal zu erledigen. Bin ich ganz bei dir, Schnecki Schnecksen. So. Hast jetzt von allem was auf Superkönigs königlich? Außer meine Handfeuerwaffe. Aber ich habe jetzt auch nicht geguckt, ob ich. Dann teleportiere ich uns in die Nähe. Ja. Die beiden waren auch so zum Kotzen, ne? So, eigentlich ging das. Und die eine war ja Sniper. Mal kurz gucken, ob ich mir eine kleine Handfeuerwaffe herstelle. Ja, mittlerweile, du hast ja vorhin gerade noch mal einen Bären gefarmt. Herstellen mit. Nee. Immer noch nicht. Nee. Immer noch nicht. Das ist auch Banane. Hast du schon verkauft? Also. Verkauf mal dein Pelz. Ja, siehst du. Haben auch Granatwerfer, ne? Ist ja auch mal ganz nice. Nee, mich fehlt immer noch Titan. Aber ist nicht so wild. Okay. Ja. Ich bin versehentlich in den Dude reingefahren. Ein Flammenwerfer-Dude, der dann in die Luft gegangen ist und mit uns mit explodieren lassen hat. Ah. Das ist doch uncool. Spektakulär gestorben. Ja, dann kann ich nächstes Mal kurz meine Mumpe. Das hätte man mal so als Bild aufnehmen sollen, so fürs nächste Mal schon. Ein schöner kleiner Screenshot. Also wenn du mal die Chance hast in der guten Situation und alles sieht ein bisschen flash aus, dann mach mal ein Foto. An wen war das gerichtet? An den Herrn der Schöpfung, Einraum neben. Also jetzt vorsichtig sein, falls wieder Flammenwerfer duzt. Aber jetzt sieht's in Ordnung aus. Was ist da? Ah.
Wolltest du nicht schießen oder hast du das jetzt nicht abgeschossen? Nee, ich konnte nicht, weil ich den Winkel nicht hatte. Ach so. Oh. Jetzt gehen die ja auch hier einfach mitten in der Nacht. Oh, ehrlich? Warte. So. Ich töte ja erstmal Unschuldige. Unschuldig sind die alle nicht. Die haben alle Dreck am Stecken. Alle haben sie. Aber Dreck. Sagen wir mal die Verbündeten. An ihrem Stecken. Richtig. Was? So richtig widerlichen Dreck an dem Stecken. Also ein ganz ekelhafter Lehm. Also, so richtig keimig. Mhm. 3 Tage lang. Ja. In der Sonne verrottet ist er. Na. Aufgeschissen. Nochmal verrottet. Sah gut aus. Nochmal am Klorand unten drunter geputzt damit. Boah, ich hab 5 Vorteilspunkte gerade erhalten. Räumchen. Vorteilspunkte. Ja, sowas wie diese Level-Punkte bei Rose Geeken. Bei Rose Geeken? Ja. Rechtpunkt. Bei Crackpoint. Bei Tom Clancy. Was? Camp- Rose Geeken. Wer ist denn deswegen Tom Clancy? Kenn ich nicht. Nee, Tom Clancy kenn ich nicht. Das ist ja total merkwürdig. Von was redet ihr? Also, ich kenn ihn schon, aber deine Deine Spiele sind halt zu teuer, wie schon mal angesprochen. Gibt's da einen, der ähnliche Spiele macht, aber ein bisschen billiger? Ja, deswegen, andere kenne ich auch nicht. Und dann nennt sich einfach Clown Tansy. Die können wir uns leisten, weil wir sind noch nicht so groß. Ja. Wir verdienen keine 45.000 in der Woche. Also zumindest nicht übers Gaming. Das stimmt wohl. Gewahrt natürlich. Wer ist dieser Tom Clancy, über den alle reden? Ich kenne den nicht. Tom Clancy kennst du nicht? Clom Tansy ist mir ein Begriff, aber kein Tom Clancy. Okay, ist halt alles. Ist eine hässliche Stiefschwester. Mysteriös alles hier. Clom Tansy ist die Nichte. Der Böse. Das ist der böse Zwilling. Das ist ein böser Zwilling. Quasi der. Aus der Ostukraine. Komischerweise sind alle. Der quasi der abgeschnitten worden ist. Ja. Alle bösen Zwillinge sind. Ja, die haben sich mal quasi ein Gehirn geteilt. Ja. Dann wurden sie getrennt. Mit dem Laserschwert. Genau. Oh, Chewbacca. Dachte, wir hätten dich erledigt. Du willst wohl nicht. Bockers Laserschwert macht er nicht. Tschiu, so sondern. Wenn er schwingt. Aber wir sind auch stur. Das Traurige ist, wir hätten auf derselben Seite stehen können. Mm. Du und wir. Wir hätten eine Menge. Gerade den Quentin. Aber es sollte wohl nicht sein. Bosskampf steht hier vor der Tür. Wie wir sowas lieben, Sequenzen. Ja, aber diese hier sind besser. Ich muss nicht jeden Pups hören, weil ich den Pups schon mal alles gehört habe, aber. Achso. Ja, ja. Alter, weg! Ja, das ist ein. Versuch mal hier rauszukommen, wenn alles brennt. Ja, ist ein Ausgang. Kleines. Ja. Achso, ich glaube, wir haben die Schnecke, die eine. Ja, ich glaube nicht. Ich höre sie nämlich schon. Ja, also, ja, ich habe da. Irgendeinen habe ich da gerade niedergelegt. Ich komme hier gerade nicht. Reicht's aber hier. Deine Pfeilsuchschützen-Gedönse hier. Wären ganz geil hier. Ist doch noch ein. Ja, da ist gerade noch was. Ich glaube, der Heli ist. Ja.
Oh, da ist ein Sniperino. Ja, das ist die andere Schnecke, Retzina. Ah, hier. Unverschämt. Anderes Schnecki-Schnecken war das. Ich muss hier mal voll machen. Einmal Luft rauslassen, bitte. Einmal voll machen. Ja. Mit Gänsebein. Hinter Gänsebein. Ja, Wasser. Ich brauch da Garaupelle, nein. Etwas weniger kalt. Ah, die haben gut gesessen. Jetzt musst du den letzten Rest geben. Der liegt da schon. Die weg. Ja, gerade noch von hinten. Boah, ich hab nämlich eine also hier so einen Sprengsatz hingeworfen, aber irgendwie hat der nicht. Hey, jetzt seht ihr alt aus. Hervorragender Screenshot. Nein. Jetzt sehen sie alt aus. Also wie 30. Rentner. Hey, Rentner. Mit 30. Ja, Mickey und Lou gehen jetzt in Rente. Wir haben ihren Streaming-Himmel, quasi ihren Zenit erreicht. Ja. Jetzt kommt nur noch der Fall. Ja, deswegen gehen sie jetzt in Rente. Ja, auch Carshopper ist bestellt. Hoffe ich getunt ein bisschen mit AMY-Paket und das AMG-Paket haben sie. Also AMG-Frontschutzpaket mit JP Performance Moped Lauf. Du wirst nicht zuerst sterben. Zeug. Ich bin die Ältere. Ich sterbe zuerst. Gott verdammt. Oder wie man das in Fachkreisen nennt, keine Ahnung. Sie sterben gerade lange und ausgiebig. Mensch, wie aus Sonnenmädels mal sowas werden konnte, ne? Ich sollte auf ja, die komplex. Ich sollte auf dich aufpassen und hab's nicht getan. Es tut mir so verdammt leid, dass ich das verkackt hab. Ich hab's verkackt. Weißt du, Häschen, du erinnerst mich an unsere Mom. Sie hatte Hoffnung und große Träume. Sie wollte, dass alles besser wird. Ich hätte auf sie hören sollen. Aber ich habe die Kontrolle verloren. Tu, was du tun musst. Warte mal kurz. Muss mal ganz kurz. Muss mal ganz kurz was machen. Die eine lebt noch hier. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, was wir mit ihr machen. Ob wir sie leben lassen wollen oder. Mach du, gib du ihr im Gnadenstoß. Kann ich. Ich kann keine. Ich kann keine Waffe ziehen hier. Warte mal kurz. Jetzt darf. Weiß nicht. Ich möchte sie nicht. Du könntest das ändern. Bleib, geh mal den Schritt dich da dran. Dann siehst du mich nie wieder. So. Möchte sie umbringen? Warte mal. Ich posiere mal hier. Schade, dass ich das Double Peace Zeichen nicht machen kann. Warte. Kannst du einen Schritt. Nee, geh mal einen Schritt nach rechts. Rechts. Das rechts, also links. Ja. Von mir aus rechts, links. Ja, das ist so geil, weißt du. So weit rechts, dass schon wieder links ist, noch weiter rechts.
So. Der ist so weit aus dem Osten, dass er schon wieder aus dem Westen kommt. Ja. So. Reicht. So. Dann bist du in Alaska. So. Du bist so weit im Osten. Was machen wir mit der Schnellgerätinette, die hier so viele Leute umgebracht hat und so viel Folter und Qual gemacht hat? Mitnehmen, rehabilitieren, ihren Job geben, sehe ich so aus. Die soll Fließbandarbeiterin werden. Bist du bereit? Ich töte sie nicht. Das passiert doch in Knast auch nicht, oder was? Einfach Unterkunft, Verpflegung, Medizin, Mann, die hätten wir hier. Das gab 100 Titan, Junge. Du hast den nicht geplündert, ne? Doch. Hast du 100 Titan gekriegt? Also ich habe auf jeden Fall was gekriegt. Gerade ob ich jetzt 100 Titan bekommen habe, weiß ich nicht. Also ich habe 100 Titan und ganz anderen Kram gekriegt gerade. Sägeblatt-Munition habe ich gekriegt. Hat sich auf jeden Fall... Weißt du, die hat hier so viele unschuldige Leute umgebracht. Oder zumindest haben sie relativ ruhig gelebt. Ja, was steht ihr über dem Leben? Seid ihr Gott? Ich bin nicht Richter und Henker in einer Person. Nee, ich schon ein bisschen jetzt. So ein bisschen verhalten. Ich kann das nicht. Ich schon. Weißt du, was Gandalf gesagt hat? Ich bin nicht die, ich bin nicht die Exekutive hier. Selbst die Allerweisesten erkennen noch nicht die Absicht. Kannst du leben gehen? Nee, Alter. Aber ich Ihr kann Weg jetzt war nicht vor- leben. Ihr Schicksal war nicht vorherbestimmt. Achso, wir müssen jetzt nach oben, ne? Ja, jetzt müssen wir zum Dude retten hier. Machen wir können wir da schnell reisen? Nee, das heißt hier. Naja, wir können den Bären nochmal gleich legen unterwegs. Sei doch froh. Oh yeah. Lou wäre ihr eigener Schicksalsschmied gewesen. Wahrscheinlich. Sie hat ja am Ende draus gelernt, aber es bringt ja trotzdem nichts. Sie muss ja dafür bestraft werden, dass sie so viel verbockt hat, oder? Aber was bringt es denn daraus, was zu lernen, wenn man eh abgenommen wird? Lisa, sie kann ihre Lektion nicht mehr lernen jetzt. Ja, das ist das. Keinen Sinn. Und naja, das ist ein Paradoxon, ist das jetzt gerade. Na, ich habe sie dorthin geschickt, wo sie die perfekte Strafe kriegt. Müssen wir uns irgendein Boot nehmen oder so? Naja, in die... Unter die Erde? Naja, unter die Erde, so kannst du es sehen. Oder zu irgendeinem, der über dein Handeln richtet und dich vielleicht wiederbeleben würde. Falls man so ein bisschen religiöser angehaucht ist. Muss nicht nicht Gott sein und nicht irgendwie, wie sie nicht alle heißen, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ja, unter der Erde, wird zu Humus, wir wollen doch jetzt hier den Weg nicht hochrennen, oder? Ich weiß nicht, wo hier irgendwas ist. Vielleicht finden wir müssen... Vielleicht finden wir hier gleich am Wasser irgendwas, das weiß ich doch nicht. Wassenhändler. Leute. Ja, nee, weil der Weg ist so weit. Der Weg ist versperrt. Er wird gehalten von denen, die tot sind, die ihn versperren. Gesundheit. Oh, sind Enten! Oh. Ich weiß, dass es so nicht geht. Er kriegt Augenkrebs am Hintern. Der Weg ist versperrt. Er wurde angelegt von jenen, die tot sind. Und die Toten halten ihn. Der Weg ist versperrt. Bist du sicher? Der Weg ist versperrt, ja? Ich denke. Aber ich denke mal, wir hätten sie wirklich rehabilitieren können. Und sie wäre eine gute... Teddy Action. Fast 5000 Schaden. Jetzt rollt der hier auch noch wie so bei so einem Rollkommando einfach mal runter, weißt du? Komm, wir haben uns den Imba-Teddy geholt, der hier gerade einen Prong hat. Der hat ja auch gerade irgendjemanden hier. Kein Prong. Genau. Ja, ne. Das ist schon so eine kleine Challenge hier, ne? Sollst hier hochkommen, sollst die Bären zerlegen. So ist er hier. Flachkörper hier. Aber hervorragende. Fisch. Irgendwas grunzen. Ja. Die prallen aber auch mittlerweile ab, die Teile. Hast du gesehen? Fünf von der Segelwetter kamen raus und die sind auch noch in alle Himmelsrichtungen abgeprallt. Die ganz geile Scheiße. Ja, ich mach's. Passt. Und bis 45 Grad Winkel steil die Wand hochgelaufen. Oh, hervorragend, mache ich immer. Ich habe nur ein Seil an der Hüfte und jetzt zieh mich da so ein bisschen hoch, aber. Ohne.
Er hat das immer ohne gemacht. Ja, ich weiß, dass sie das so, jetzt lass noch mal irgendein Boot oder so. Ja, dann guck doch mal auf der Map und sag mir, wo da eins ist, dann reden wir drüber. Ja, wir hätten... Ach, warte mal. Ich kann mich auch nicht teleportieren. Meine Fresse, ne? Das sind doch bloß noch 900 Meter da. Das ist doch... Ja, bloß noch. Beschäftigungstherapie. Guck dir mal auf, wenn du ein Boot findest, dann reden wir noch. Guck mal hier, was ich gefunden hab. Guck mal über die Berge rüber. Brauch doch mal verdammt noch mal Zeit hier. Du weißt dann gar nicht, ob hier nicht gleich wieder ein Stück Fluss ist, wo wir nicht durchkommen. Ich hoffe für dich, dass wir hier durchkommen. Oh, das war's ja gefahren. Oh, was ist? Oh, ehrlich. Er ist abgesoffen, wortwörtlich. Oh. Wasserschaden, oder? Ja, hab die Brücke nicht richtig erwischt. Das war so eine ganz schmaler Steg, wo ich mit einem Dings hier, mit einem Quad drauf gefahren bin. Aber guck mal, nee, ich wollte gerade sagen, ich habe noch einen Versuch, aber dem ist nicht so. Machst du mir den Versuch und lässt doch mal lieber jetzt hier. Einfach machen, nicht versuchen. Ja. Weißt du, versuchen, beinhaltet die inkludiert Möglichkeit ja auch des Versagens. Die Wahrscheinlichkeit zu versagen. Ja, sei die Hummel. Einfach deswegen. Machen. Geht der Chuck Norris auch nicht jagen, er geht töten. Ja, ich weiß. Aber davon wollen wir gar nicht anfangen. Warte. Lauf nicht weg, du Auto. Ich habe ja neulich gesehen, dass Chuck Norris auch in Star Wars mitgespielt hat. Er ist ja die Macht. Deswegen. Den kannte ich noch nicht. Ja, ich habe das neulich bei Nine Gag gesehen. Chuck Norris hat bei Star Wars mitgespielt. Dass Menschen immer noch an diesen Witzen feilen. Das ist schon echt. Oder der ist alt und kommt. Wir kannten den bloß vielleicht noch nicht. Eben, der war halt in der westlichen Hemisphäre. Ja, aber hier nicht geworden. Ich muss auch gucken, hier gibt's doch bestimmt wieder Sachen, die hergestellt werden können. Immer die Macht. Ah, ist die Härte. War irgendwie zu erwarten. Was hätte es sonst sein können? Also wenn Chuck Norris das Ultimum ist, immer und überall. Also es gab doch mal dieses geile YouTube-Video mit diesen Chuck Norris-Witzen. Das war auch ziemlich geil. Ja, das war zu viel ineinander und zu schnell. Das... Ich glaube selbst, er hat doch bei Expendables 2, glaube ich, mitgespielt. Ja, da hat er doch hier den einsamen Wolf. Und da ist ja auch so eine... Mit den Liegestützen und Klapperschlange, keine Ahnung. Mit der Klapperschlange, genau. Ich hab mich gebissen, nach 3 Tagen endloser Qual. Ist die Klapperschlange endlich verwendet. Ist schon schön, wenn man sich ja noch selbst aufs Korn nehmen kann. Na klar, das ist richtig witzig, wenn ich so ein Filmstar wäre. Da kommen wir, glaube ich, nicht lang, ne? Nee, ich wollte schon mal kurz gucken, was da drin ist. Ja, irgendwas ist da noch. Sind da keine negativen Witze? Nö. Die sagen einfach nur, du bist verdammt immer. Ja, die heilen schon. Ja, ich habe gerade die falsche Waffe angelegt. Boah, Alter, bis der manchmal hier dieses Gewehr nachlädt, ne? Oh. Bis ich die Waffe erstmal richtig gewechselt habe. Ich habe 3-mal die gleiche Pistole angeklickt. Dabei wollte ich eigentlich schon immer zu das MG rausholen. Ja, und bei mir hat er das blöde Sniper nachgeladen. Du hättest aber konzentrierter arbeiten können. Du hättest dir wenigstens eine andere Waffe rauspicken können, alternativ. Ja, du hättest dich auch nicht anspringen lassen sollen. Oh, ehrlich? Ja. Ich bin nicht Chuck Norris, Junge. Geht's hier irgendwo hoch? Ich hab keine Ahnung. Ja, wobei, nee, es sieht richtig aus. Es wäre vom Vorteil, wenn es hier irgendwo hoch geht. Ah ja, okay. Das wollte mir aber anfallen, das Vierde. Oh, das ist eine! Die gefährliche Ziege, die vor dir wegläuft. Alter, die war brandgefährlich gerade. Ach ja, ich kann mich erinnern. Oh. Jetzt dürfen wir gleich eine Entscheidung treffen, ne?
Beim Vater, glaube ich, konnte man sich doch auch noch entscheiden, ob man ihn leben lässt oder ihn lassen wir leben. Was hast du getan? Diesmal, ja? Ich tat, was ich tun musste. Ich habe mich befreit. Ich habe uns alle befreit von dir. Von deinen Regeln. Ethan nicht. Ethan, nein. Ich nehme mir, was du mir verweigert hast. Du gabst sie einer Fremden, aber mir wolltest du sie nicht geben. Ich bin dein Fleisch und Blut. Es war Gottes Wille. Du kennst Gottes Willen nicht. Ich wollte dich beschützen, mein Sohn. War Ethan eigentlich im fünften Teil schon dabei? Irgendwie wurde der mal erwähnt? Ich glaube, der hier ist der echte Sohn. Sie schmeckt so süß. Der angeblich gestorben ist. Ethan Hawkman. Mhm. Ich meine, sie hätten ja jetzt die Chance, ihn zu eliminieren. Und sie machen es natürlich nicht, ne? Wie in einem kurzen Actionfilm. Oh nein, er rennt weg. Nicht rein. Halt ihn auf, bitte. Naja, der Vater kann's wohl nicht, ne? Nein, Ethan. Du klingst wie Michael Jackson bei South Park. Mr. Jackson. Ja, aber wie hat er seinen Sohn gesagt? Oh, die Folge ist auch geil, ne? Ja. Großartig. Ah, ganz vage ist hier was. Oh, das wird übel. Spoiler dann schon mal. Brauch ich nicht. Das sieht man doch. Die können halt schon alle sehen. Da hat er mir einmal einen mitgegeben. Lieber Herr Gesangsverein. Wow. Wow, Alter. Ich verbrenne. Ach, Scheiße. Ich bin hier. Kannst du im Kreis rennen? Ich glaube nicht, dass du schnell genug bist. Nee, lauf, lauf! Jetzt habe ich dich schon. Komm, Schnabel, ja. Ja. Nimm noch das erste Hilfe-Paket. Ja, ich versuche hier auch schon. Der ist. Oh, jetzt lieg ich. Oh, Alter. Bitte, ich liege gleich. Ich liege gleich. Ah, oh, ich hab doch gerade was genommen. Oh, Dad. Jetzt können wir, glaube ich, nochmal gleich machen. Alter. Vor allem habe ich hier gerade. Jetzt liege ich. Nee, jetzt kann ich konnte mich noch verarzten. Haben wir keine Granaten oder so ein Scheiß? Na klar, du hast doch Granaten. Und hier ist auch noch ein Mumpe hier oben. Boah, Alter. Boah, jetzt liege ich schon wieder. Er wirft immer dieses Teil da. Ja, ja. Boah, Alter, jetzt hat er mir einen mitgegeben. Ich hoffe. Ja, da kann ich. Nee, er schmeißt. Da konnte ich mich schon beim ersten. Soll ich sonst aufgeben und spawnen bei dir? Ah, shit. Ah. Das kannst du probieren, aber ich glaube, wir sind gleich durch. Ich, ja. Aufgegeben. Thank you.
Man hat auch hier irgendwie keine Ecke oder so, ne, wo man sich mal so in Ruhe hinstellen kann. Nee. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh. Boah, ich lieg schon wieder. Ey, der hat einmal zugehauen, ne? Alter Schwede. Das ist schon eine ganz üble Angelegenheit hier. Ethan? Nein. Das Vater. War der Bosskampf. Vater. Es tut mir leid. Ich weiß. Ich habe solche Angst. Ich weiß so. Kannst du mir vergeben? Niemals. Das ist das Einzige, was er gut kann. Naja, so die Büchse voll da. Sein einziger Fehler war, dass er mein Sohn war. Die Antwort. Aber ich will stark sein wie du, Vater. Diese Gabe ist sehr gefährlich. Ich will nicht, dass dir etwas zustößt, Ethan. Und was, wenn ich größer bin? Auch dann nicht. Aber warum? Ich will eine. Weil es nicht Gottes Plan ist. Verstehst du mich, Sohn? Du bist ein alter Mann. Wenn du stirbst, dann nehme ich sie mir. Irgendwie nicht so die geile Antwort. Ist echt ein Wichser. Kind. Ich dachte, ich verstünde Gottes Plan. Ich dachte, er wollte, dass ich ein neues Eden errichte. Aber ich bin nicht sein Hirte. Du bist es. Meine Seele ist ein Krebsgespür. Ich bin ein Monster. Und
ich verbreite nichts als Schmerz und Tod im Namen Gottes. Meine Familie ist Asche. Eden ist Staub. Es gibt keine Erlösung. Keine Entzündung. Es gibt nur die Gerechtigkeit durch Gottes Hand. Beende diesen Kreislauf. Vollstrecke Gottes Urteil. Erlöse mich. Erlöse mich. Ich muss, glaube ich, warten, wa? Weil ich kann nur linksklick Töte Joseph machen. Alles klar, warten hat geholfen. Ja, Junge, auch wenn du vieles jetzt eingesehen hast, hast du doch viel zu viel Leid gebracht, um dich einfach so zu erlösen. Bei der anderen ist es noch was anderes gewesen, aber hier... Also an den Nippel aufhängen und durch die Gegend schleifen. Nö, wir lassen ihn da einfach leben und soll mit sich selbst klarkommen. Er hat seinen Sohn sterben sehen, den wir... Aber ich glaube, wir können... ...teleportieren. Na, dann reisen wir mal. Mal gucken, ob wir jetzt endlich Party machen können. Party on Rain. Ich habe ein paar einfache Fahrzeuge da, falls du sie brauchst. Up to rush. Aber das Schild finde ich cool. Er wäre stolz auf uns. Sieh nur, was wir aufgebaut haben. Wie weit wir gekommen sind. Es wird immer wieder Probleme geben, aber wir kommen klar, oder? Ich habe so oft gedacht, dass... Born Hase. Wir scheitern würden. Ja, hab ich auch gerade gesehen. Dass alles umsonst gewesen wäre. Ja, fast eine Disney-Prinzessin gleich. Müsste sie jetzt nicht singen? Hat sie da nicht ein Bier? Ist doch auch eine Pfütze, oder? Auf die Hoffnung. Ja, kurz und knackig, ne? Ich überspringe mal. Ich hab doch gerade überspringen gedrückt. Die Welt gehört mir. Ah, jetzt kann man halt noch diese Außenposten, ne, so machen, glaube ich, wie man Lust und Laune hat, aber ist ja uninteressant jetzt. Muss ich erstmal kurz noch laden. Ja, aber cool, ne?
ihn mal so am Leben zu lassen. Manchmal haben wir ihn, glaube ich, getötet, ne? Weil es einfach verdient hat. Genau. Andererseits hat er es auch verdient, mit seiner Sünde zu leben und mit seinem Schmerz. Die Rice hielten uns alle zusammen. Jetzt sieh dir das Ergebnis. So. Dann würde ich sagen, danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir haben das Ende erfolgreich hinter uns gebracht mit vielen, vielen kleinen Rückschlägen. Aber so macht es ja auch erst Spaß, ne? Trotzdem eine total geile Angelegenheit. Jeder sollte es mal gespielt haben, wer auf Koop-Spiele spielt, steht. Und wir spielen es immer wieder gern. Auch der 5. hat was, der 4. ist richtig geil. Der 5. da leckt so an bestimmten Stellen, wo man sagt, so, da könnte man noch ein bisschen was nachjustieren. Oder der Sinn und Zweck des Jagens ist beim 5. nicht mehr ganz so gegeben. Hier haben sie es wieder super implementiert. Und Fazit ist, egal ob Far Cry am Ende immer das gleiche ist, wir lieben es ja trotzdem. Nicht wahr? Nö. Nee. Was haben wir gerade gespielt? Ich habe es total vergessen. Ach, Spinny. Ja. Also, es ist ein grundsolides Spiel. Ja. Macht immer also, wieder Spaß, mal auszupacken. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuhören. Ist ein Ubisoft-Spiel. Das stimmt, ist ein Ubisoft-Spiel. Es ist auch typisch Ubisoft. Ja, man darf nichts Außergewöhnliches erwarten, aber wenn man auf die Far Cry-Reihe, wenn man darauf steht, dann wird man auch hier Gefallen finden. So, das war das Wort zum Sonntag. Amen. Und das Beste ist aber der Clontency. Clontency ist das Beste. Ja, Clontency ist Far Cry. Also, ihr könnt ja mal Feedback geben, sagen, was ihr von dem Spiel haltet. Mich interessiert das auf jeden Fall auch mal, wie da so andere drüber denken. Und ja, bis zum nächsten Mal. So.